Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Wir werden heute eine Geburtstagskarte gestalten, wobei ich noch nicht weiß, was für ein Geburtstag ist. Sie hat nämlich noch keinen Zweck, aber ich denke, sie wird wieder für einen Geburtstag sein. Und die hat einen coolen Ziehmechanismus und die würde ich euch gerne zeigen. Was ihr dafür braucht, das ist eigentlich überhaupt gar nicht viel. Ich verwende für meine Karte einmal diese großen Karten vom Action. Die gab es mal in dem Set. Die sind innen weiß und dann sind außen eben farbig. Und die sind, ich hole mal gerade einfach eine normale Karte raus. Die sind nochmal ein gutes Stück größer wie die normalen Karten, die man so beim Action bekommt. Das waren, ich kann euch leider nicht mehr sagen, in welcher Verpackung die waren. Auf jeden Fall waren sie wesentlich größer. Wenn ihr solche großen Karten nicht habt, könnt ihr euch die natürlich einfach selber falzen. Hoppala, ich komme die ganze Zeit an euch ran. Jetzt wackelt's. Könnt ihr euch die selber falzen oder ihr könnt die Maße anpassen. Ich sage euch mal kurz, wenn ich mein Lineal finde. Hier haben wir es. Wie groß die ist. Also die Karte hat die Maße 11 auf 16, glaube ich, hat die. 16,5 sogar. Also eigentlich ein sehr unnormales Maß für eine Karte, aber für das, was wir machen, genau richtig. Wir werden einen Ziehmechanismus machen und dafür braucht ihr einfach ein Stück passendes Papier. Ich habe mir hier so ein Papier mit einem Blütenmuster ausgesucht, der war in dem neuen Block vom Action. Ich habe ihn jetzt schon, ich habe ihn noch nicht verräumt, wartet mal. Und zwar in diesem hier. Und da sind viele ganz, ganz tolle Papiere drin und da habe ich mir jetzt eben das einmal rausgesucht, weil es wieder mal in die rosa Richtung gehen soll, meine Lieblingsfarbe. Von dem her werden wir mit dem jetzt arbeiten. Das habe ich zugeschnitten auf 10 x 15,5. Und was ihr noch braucht, ist einfach einen Streifen von irgendeinem Papier, das ihr gerne habt. Ich habe jetzt hier dieses chargierende Papier mir mit dazu genommen, da werden wir aber nur einen kleinen Teil davon brauchen. Wir kümmern uns jetzt erstmal ums Zuschneiden oder Ausschneiden von unserem vorderen Papier. Und dafür nehme ich mir meine Matte einmal zur Hand und drehe mir mein Papier um. Weil wenn ich es auf der Rückseite mache, sieht es danach niemand mehr. Und zwar, wir möchten hier in der Mitte einen Ziehmechanismus einbauen. Und dafür müssen wir uns die Karte zuschneiden. Was heißt, einschneiden sozusagen. Was heißt, wir gehen jetzt hier einfach ein Stückchen weiter runter und markieren uns hier einmal bei 5 cm die Mitte. Und dann können wir nach links und nach rechts gehen. Also ich habe hier immer 2 cm stehen gelassen und haben dann quasi hier schon unsere Markierungen. Ich gehe aber nach unten auch nochmal 2 cm. Ihr könnt auch zuerst nach unten 2 cm messen. Zum Beispiel funktioniert genauso. So, also wir gehen nochmal zur Erklärung vom oberen Rand 2 cm nach unten jeweils und hier auch jeweils 2 cm nach links und nach rechts. Was bedeutet, wir legen unser Lineal hier an und ziehen 11 cm nach unten. Jetzt gucken wir gleich, ob ich das auch gerade getan habe. Das sieht ganz danach aus. Und auch von hier ziehen wir 11 cm nach unten. Und dann habt ihr hier diese geraden Linien und verbindet die einfach dann unten nochmal miteinander. Schreibe ich das aber alles nochmal in die Videobeschreibung rein. Also ihr müsst jetzt nichts irgendwie mitschreiben, aufschreiben oder sonstiges. Also ich markiere es euch mal jetzt nochmal von oben nach unten, sind es 2 cm, von links nach rechts und auch auf der gegenüberliegenden Seite sind es 2 cm. Hier, das sind einmal in der Länge 11 cm und habe hier eben die Mitte ausgemessen. So, das war es eigentlich schon. Und dann können wir ans Zuschneiden gehen. Ihr könnt das Ganze zuschneiden, entweder mit einem Falz- und Schneidebrett, da könnt ihr das genau einlegen. Ich bin der Macher mit Lineal und Skalpell. Von dem her lege ich mir das jetzt hier an und schneide die untere Linie einmal an sozusagen. So.
Dann haben wir hier quasi einmal durchgeschnitten, ne? Und jetzt habe ich noch eins vergessen und dafür brauchen wir unser Falzbein. Und zwar gehen wir hier von der untersten Kante 1 cm nach unten. Das habe ich jetzt vergessen, euch zu sagen. Und zwar auf jeder Seite. Und legen dann auch hier einmal diese bei den Strichen quasi an. Das ist aber jetzt arg schief. Schau mal. Nee, dürfte aber passen. Okay. Mach's jetzt einfach mal nach Gefühl. Und ziehen hier mit einem Falzbein einmal rüber. Ich habe hier diese Dots, die ich dafür hernehme, und dann haben wir hier quasi eine Falzlinie, die brauchen wir. Und da wir jetzt hier 1 cm weggenommen haben, machen wir das Ganze auch noch mal bei 5 cm, denn da brauchen wir auch noch mal eine Falz. Also das ist am Anfang ziemlich viel zu merken, aber das kriegt ihr hin, da bin ich mir sicher. So, auch hier legen wir das einmal wieder übereinander. Und falzen einmal mit dem Dotting-Tool. Ihr könnt natürlich auch ein Falzbein nehmen, eine geschlossene Schere oder was ihr eben da habt. So, dann schneiden wir locker flockig weiter. Ich schreibe es euch jetzt hier nochmal mit dazu. Also das hier ist 1 cm und das hier sind 5 cm. Ergo, das hier sind dann auch 5 cm. Ne? Also, glaube ich, ist gar nicht so schwer. Wenn ihr euch einen Screenshot machen möchtet, dann jetzt. Ich nehme einmal kurz alles aus dem Bild. Und jetzt schneiden wir die beiden linken und rechten Seiten nämlich auch noch ein. Also ihr geht da auch mit dem Skalpell einfach hin und schneidet einmal. Nehmt die Fingeraußen aus eurem Kunstwerk raus. Das wäre noch ganz wichtig. Dann schauen wir, ob wir durchgeschnitten haben. Ja. Und dasselbe machen wir auf der drüberen Seite auch. Also auch da einmal in der links nach einschneiden. Bis oben hin. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sieht das jetzt so aus, dass ich die untere Falz mit diesen 1 cm nach oben knicken kann und die mittlere Falz nach unten knicken kann. Und dann entsteht hier dieses Design. Ich zeige es euch von der Seite, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also die mittlere Falz wird nach unten geknickt und die untere Falz wird nach oben geknickt. Und dann haben wir nämlich hier einen super coolen Ziehmechanismus, den wir für ganz unterschiedliche Dinge nutzen können. Wir werden uns jetzt aber als allererstes einmal das hier nach oben knicken. Ihr könnt hier übrigens auch eine Falz anbringen. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet hier oben auch eine Falz haben, könnt ihr auch hier oben falzen. Also einfach anlegen und da falzen. Das macht die Karte manchmal ein bisschen beweglicher, muss aber nicht unbedingt sein. Ich mache es jetzt mal einfach, dass ihr es seht und auch die dann natürlich einmal nach unten knicken. So. Was wir jetzt tun werden, ist uns einmal zu markieren auf unserer Karte, wo wir unseren Ausschnitt haben. Also dafür legt ihr die Karte einfach so drauf, wie ihr sie später auch ankleben möchtet. Und ich mache mir immer hier so die Ecken ganz leicht mit dem Bleistift, dass ich einfach ungefähr weiß, wo ich später landen werde. Denn wir wollen ja hier auch noch was reinstempeln. Ihr könnt auch ein weißes Papier oder ähnliches drunter legen, wenn euch jetzt das Rosa nicht gefällt zum Draufstempeln. Weil man wird es natürlich später, wenn wir das dann mit diesem Ziehmechanismus verbinden, wird man das Rosa dann auch sehen. Ne? So, was ihr jetzt noch benötigt, ist ein Streifen weißes Papier. Und da könnt ihr jetzt alles nehmen, was ihr zu Hause habt, irgendwelche Reste. Und ihr müsst natürlich gucken, ob euch der von der Dicke passt. Denn der wird oben ein Stückchen überschauen. Das wird diesen Ziehmechanismus dann bewerkstelligen. Und der ist mir jetzt fast etwas zu dick. Ich hole mal noch kurz. Jetzt hole ich euch wieder ein Stückchen weiter hoch. Einfach schnell den Hebelschneider ran. Und teile das nochmal
ein bisschen ab. So, lala. Und dann sollte mir das auch passen. Der Streifen ist nicht ganz gerade, das muss aber auch gar nicht sein, für das, dass wir weiterarbeiten können. So, und dann haben wir eigentlich auch schon das Schlimmste haben wir überstanden. Wir nehmen jetzt diesen weißen Streifen und kleben den mittig an diese 1 cm Lasche hier unten hin. Da könnt ihr nehmen dafür, was ihr möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal einen Tombow. Und gebe hier ein bisschen Kleber auf, aber wirklich nur auf diese 1 cm Falz, nicht drüber. Und lege hier mittig meinen Zentimeter an diesen Zentimeter an. Und drücke das einmal runter. Ich lasse es jetzt mal kurz trocknen und währenddessen das trocknet, stanze ich einmal einen Schmetterling aus. Nämlich aus diesem Papier hier. Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Wie gesagt, könnt auch Reste nehmen, die ihr noch über habt. Und ich suche mir noch einen schönen Spruch aus, den wir da reinstempeln können. Ich habe jetzt hier einmal meinen Schmetterling ausgestanzt. Den legen wir jetzt erstmal zur Seite, denn wir werden jetzt noch kurz unsere Karte bestempeln. Und da ich möchte, dass es eine Art versteckte Botschaft ist, werden wir das in die Innenseite der Karte stempeln. Jeder, der es natürlich außerhalb haben möchte, kann das auch gerne außerhalb hinstempeln. Für mich war jetzt die Challenge so ein bisschen, dass es eine Art versteckte Botschaft sozusagen ist. Ich packe mir das Ganze aber in meine Stempelhilfe rein, weil ich mich kenne. Und weiß nie beim ersten Abdruck eigentlich bei mir was wird. Außer ich sag's, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wird es was werden. Und ich fange jetzt an mit dem Birthday. Wir können aber eigentlich auch gleich alles zusammen einmal stempeln. Ich habe mir da zwei verschiedene Schriften ausgesucht. Ich finde das Ganze manchmal ganz lustig, wenn man einfach so ein bisschen mixt zwischen seinen Stempeln, die man so hat. Und da habe ich mir einmal ein Happy und einmal ein Birthday ausgesucht und ich werde jetzt mit Schwarz stempeln. Andere Möglichkeit wäre noch mit diesem, also ich stempel immer mit dem Versa Feinclair. Andere Möglichkeit wäre noch mit diesem Morning Mist zu stempeln. Das ist nicht ganz so intensiv, aber ich möchte doch schon, dass man es gut lesen kann. Oder stempel ich? Nee, dann stempel ich. Wir probieren das jetzt einfach. Guckt mal, dann habt ihr das auch mal gesehen. Normalerweise stempel ich nämlich immer mit dem Schwarz, weil ich das einfach viel, viel mehr mag. Aber wir probieren es jetzt mal mit Morning Mist. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal. Habe ich es einmal benutzt gehabt. Also eigentlich schon zu schade. So, ich gehe da jetzt einmal mit gar nicht so viel Druck drauf. Lieber stempel ich nochmal nach, wie das es mir überall hinbarzt. Und das Happy müssen wir nochmal. Also das Birthday würde ich jetzt tatsächlich so lassen, aber das Happy, das würde ich nochmal nachstempeln. Einfach, um die Konturen ein bisschen besser rauszukriegen. Genau. So, obwohl das Birthday können wir auch nochmal. Wartet mal. Jetzt haben wir es dann gleich. Dauert nur noch 3 Stunden. Dann haben wir es geschafft. Jodala. Dann haben wir das einmal fertig. Das lege ich jetzt zur Seite und lasse es einmal trocknen. Und währenddessen können wir mit unserer Karte einmal weitermachen. So. Also, wir haben jetzt hier hinten diesen Streifen angeklebt. Ihr hättet jetzt auch einen in einer anderen Farbe nehmen können, wenn ihr jetzt sagt, weiß, es sticht mir jetzt da zu viel raus. Ich möchte, dass es tatsächlich ein bisschen raussticht. Von dem her finde ich das gar nicht schlimm, dass man das jetzt hier eben sieht. Und jetzt kann ich euch auch den Mechanismus von dieser Karte zeigen. Also sie wird natürlich nicht ganz eben da liegen. Das werden wir nicht schaffen. Also man wird sehen, dass da drunter was ist, was man sich anschauen soll. Und wir werden auch hier einen Pfeil noch drauf malen. Und dann kann man eben hier hochziehen und kann sich das anschauen. Da das jetzt sonst hier einfach ein bisschen langweilig geworden wäre, werden wir jetzt hier oben auf diesen Ziehmechanismus noch einen Schmetterling aufkleben. Und da nehme ich jetzt einfach ein bisschen Flüssigkleber. Und ich werde nicht auf die komplette Fläche Kleber geben, sondern ich werde tatsächlich so ein bisschen was unkleberig lassen. Also, dass es hier oben eben hochstehen kann. Das heißt, ich werde bis in die Mitte, also bis hierhin, werde ich einmal Kleber auftragen, dass das unten vernünftig hält. Und klebe das dann hier drauf.
So, weil wenn ich das dann hochziehe, ich versuche euch es einzufangen, es ist jetzt alles noch ein bisschen wabbelig. Wenn ich das dann hochziehe, dann kommt auch der Schmetterling super cool raus. So, und dann haben wir eigentlich schon die größte und schwerste Arbeit erledigt. Wir brauchen jetzt Formtape, also Abstandsklebeband. Da könnt ihr euch entscheiden, ob euch eine Lage reicht. Ich werde es mit zwei Lagen machen, weil ich es einfach besser finde. Ich habe da das vom Action, glaube ich, müsste das sein. Tedi hat es nicht, dann ist es Action. Außer ihr habt andere Informationen wie ich. Aber ich glaube, Tedi hat das noch nicht. Wenn ihr das Ganze doppelt legt, habt ihr es auch einfacher zum Schneiden. Wie ich finde, dann verkleben euch auch die Scheren nicht. Wenn ihr es einfach nehmt, könnt ihr das auch auf irgendeinen ja, Bogen, wo schon mal Etiketten drauf waren, einfach drauf legen oder drauf kleben. Dann habt ihr es auch nicht so schlimm beim Schneiden. So, das sollte reichen. Falls nicht, schneiden wir nochmal nach. Und ich gebe das jetzt hier an die Seite hin. Das geht sich jetzt wahrscheinlich gerade so aus, dass es diesen Mechanismus nicht beeinflusst, aber ich schneide es mir nochmal in der Hälfte durch. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil natürlich hier nichts hinkommen darf, was diesen Mechanismus beeinflusst. Deswegen gehe ich jetzt nicht bis ganz an die Schnittkante hin, sondern tatsächlich etwas weiter weg. Aber dadurch, dass wir es in der Mitte gefalten haben, lässt sich schneiden wie Butter. So, wir messen uns einmal ab, wie viel wir brauchen. Ich klebe es ganz an die Ecke hin. Das heißt, wir brauchen ungefähr so viel. Dann nehmen wir einmal das Bändchen ab. Formtape nehmen wir deshalb, weil der Mechanismus ein bisschen Platz braucht zu arbeiten. Und wir eben damit gewährleisten, dass wir keine Störung in irgendeiner Art und Weise da dann drin haben. So, zweite Säule machen wir auch gleich. Auch hier ziehen wir es gleich einmal ab und kleben es hin. So. Hier oben müsst ihr aufpassen, auch da dürft ihr nicht an diesen Mechanismus hinkommen. Was heißt, diese Stückchen würden jetzt zwar genau passen, sind aber eigentlich schon zu groß. Das heißt, auch hier schneiden wir uns jetzt einfach nochmal eine Ecke weg, die etwas kleiner ist. Bebbeln die dann hier drauf. Dasselbe machen wir auch einmal hier. Pöppeln auch das hier einmal drauf. Und dann haben wir hier unten noch, und da wir hier unten 2,5 cm haben, können wir tatsächlich den dicken Streifen nehmen. Also vom Boden aus 2,5 cm. Da können wir den etwas dickeren Streifen nehmen und wirklich hier ringsrum dann Abstandsklebeband aufbringen. Judala. Und dann haben wir unsere Karte im Grunde auch schon so weit fertig, dass wir sie befestigen können. Bevor ich das tue, suche ich noch mal kurz meinen Radiergummi und werde die Bleistiftmarkierung einmal wegnehmen. Also einmal hier das einfach wegradieren, damit man es eben nachher nicht mehr sieht. Wir können ja jetzt ungefähr, wenn wir es festkleben, das muss jetzt nicht super, super genau sein, können wir ja ungefähr bestimmen, wo es liegen soll, indem wir das hier einfach nach oben klappen und dann können wir hier einfach uns das, wenn ihr es sehen würdet, können wir hier uns einfach aussuchen, ne? Wie weit links, wie weit rechts gehen wir und zur Not schneiden wir die Karte nochmal zu. So, ich hatte jetzt hier noch ein paar von diesen Streifen hier übrig und dachte mir, vielleicht sähe das ganz cool aus, wenn wir die oben und unten irgendwie noch hinkleben. War mir jetzt aber nicht sicher. Jetzt wollte ich euch befragen. Ich höre euch bloß nicht. Ob wir oben und unten noch mal so ein bisschen, nee, ich glaube, das wäre mir schon zu viel, Shishi reinbringen sollen. Gut, dann können wir das Ganze auch jetzt eigentlich schon festkleben. Wir können
den Streifen hier im Nachgang abschneiden. Ich werde es jetzt einmal schon tun. Also ihr geht einfach hin und schneidet diesen Streifen ab. Und wenn ihr habt, würde ich euch empfehlen, nehmt einen Eckenabrunder. Dann sieht das Ganze einfach geschmeidiger aus. Na, dann sieht es so aus, als wären wir hier super fancy unterwegs und würden den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Ecken abrunden. Dann hat jetzt die eine Ecke nicht ganz so genommen. Stanzen wir nochmal nach. Ja, wunderschön. So, genau. Und dann können wir das hier festkleben. Und ihr seht, es guckt oben einfach ein Stückchen über. Das ist aber so gewollt, dass man halt auch an diesen Ziehmechanismus hinkommt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch, das mache ich jetzt auch noch im nächsten Schritt, hier oben ein kleines Pfeilchen hinmalen, damit jeder weiß, dass es hier nach oben geht. Müsst ihr nicht. Könnt ihr machen. Könnt ihr genauso super mittig machen wie ich. Also ihr könnt es euch auch ausmessen. Ich verzichte immer ganz gern drauf. Na, soll ja auch so ausschauen, das hätte man selber gemacht. So, wir ziehen das einmal ab und zwar nicht komplett, sondern wir knicken uns das um. Das ist immer meine Taktik, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das super zu 100% treffe. Ziehe ich mir einmal das ab, knicke mir das so bei der Hälfte um, weil dann kann man es immer noch mal ein bisschen bewegen. Weil bei Formtape ist es ja so, wenn das klebt, dann klebt das. Ist das ein verlorenes Spiel? Sagen wir es so, wie es ist. So, wir ziehen das hier einmal nach oben. Und werden schauen, dass wir das hier irgendwie einigermaßen mittig drauf bekommen. Oben, unten, links und rechts selber Platz und dass auch hier innen drin das einigermaßen passt. Und ich drücke es jetzt einfach mal fest, dann können wir gucken. Ich finde aber, das passt. Und dann können wir nämlich das hier auch einmal abziehen. Und dann haben wir es nämlich auch gerade hier drauf. So, und dann haben wir unsere Karte im Grunde eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt da natürlich noch sämtliche Details einmal mit reinmachen. Also ihr könnt noch Steinchen draufkleben oder wie auch immer. Ich habe jetzt gestern, habe ich mir die gekauft in Silber. Die gab es beim Teddy, aber die passen jetzt hier leider nicht so gut dazu. Ich dachte vielleicht wegen dem silbernen Schmetterling, aber nee, ich glaube, das finde ich nicht so gut. Wartet mal. Verzeihung. Wir können noch gucken, ob wir von diesen rosanen Halbperlen einfach welche draufkleben. Wartet mal. Einfach hier, wo diese, Himmelherrgott, wo diese weißen Flächen sind, dass da noch so ein bisschen das raussticht vielleicht. Eine hier und noch eine oben. Ohne Halbperlen geht es ja bei mir irgendwie schon fast gar nicht. So, ist sie jetzt hin? Aha, sie hat sich jetzt gleich versteckt. Die hat den Mechanismus verstanden. So, also das könntet ihr machen. Wir könnten die auch nebeneinander legen. Also einmal so oder dann noch eine weiße Perle, obala, weiße Perle dazu nehmen. Ja, also das könnt ihr tatsächlich machen, wie ihr wollt. Ich finde das jetzt mit der weißen Perle gar nicht so übel. Bin ich ehrlich. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Frage ist nur, ob es die Karte denn jetzt noch braucht. Weil es ist schon sehr, sehr viel los einfach auf der Karte. Von dem her würde ich jetzt zumindest auf die rosanen verzichten. Mit den weißen könnten wir noch arbeiten, aber ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach einmal weg. Wenn es mir jetzt doch noch kommt, dass ich die unbedingt drauf haben möchte, kann ich sie ja immer noch aufbringen. So, und dann haben wir nämlich hier unseren coolen Mechanismus. Ich zeige es euch einmal von oben und natürlich auch einmal von schräg. Also so ganz, ne, kriegen wir das nie flach. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Also man sieht, es ist was drunter. Aber wenn ihr das aufzieht, kommt eben hier dieser, hoppala, dieser coole Schmetterling dann auch zum Vorschein. Wenn ihr das hier irgendwie stoppen möchte, dass es hier immer ist. Also manchmal verhakt es sich sowieso ein bisschen. Das ist einfach so, außer ihr kürzt es hier in der Mitte noch ein bisschen weg, einen kleinen Streifen. Das mache ich aber nicht.
Genau aus dem Grund, dass ich manchmal die Hoffnung habe, es verhakt sich ein bisschen. Wenn ihr das tut, dann könnt ihr auch hier so einen kleinen Stopper einbauen. Lass es eine Halbperle sein oder was auch immer. Dann könnt ihr das da nochmal anpassen. Ja, und dann sind wir für heute eigentlich auch schon durch. Dann habe ich euch die Karte gezeigt, die ich machen wollte, weil ich die wahnsinnig gern mache, habe aber noch nie hier auf meinem YouTube-Kanal gezeigt habe. Von dem her war mir das ganz wichtig, die jetzt nochmal nachzuholen. Es ist mir heute Nacht eingefallen, tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, ja, die habe ich ja noch nie mit euch gebastelt. Und die bastel ich aber so oft für Geburtstage, auch für Weihnachten tatsächlich. Also hier mit einem Stern und eben Weihnachtspapier oder so einer Weihnachtskugel. Was dann auch ganz cool ist, kann ich euch ja erzählen, wenn man hier eine Weihnachtskugel hinmacht, dann oben noch so einen kleinen Faden rein oder eine Schleife binden, dann kommt dieser 3D-Effekt nochmal wesentlich mehr raus. Also da könnt ihr wirklich euch austoben. Genau, aber das war es jetzt mal zu meiner wahrscheinlich letzten im Frühling sommerhaften Design, denn bei uns hat es irgendwie 8 Grad und mir ist schon den ganzen Tag furchtbar kalt und wie man vielleicht ein bisschen hört, fängt die Nase auch schon an zu streiken. So, dann hoffe ich, dass euch die Karte gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder. Am Mittwoch kommt ein Video raus, was sehr, sehr untypisch eigentlich für mich ist. Man möchte es so sagen, denn ich habe von X-Tool eine Heizpresse zur Verfügung gestellt bekommen und die werden wir uns dann da einmal anschauen. Ist aber super interessant, nicht nur für alle Plotterliebhaber, denen ich dieses Video wirklich sehr empfehlen kann, sondern auch für ja, Kartenbastler, denn auch mit einer Heizpresse kann man Karten basteln. Also das werden wir uns auch anschauen. Ihr braucht dann zwar Flexfolie dazu, aber auch da werden wir uns verschiedene Designs von Karten anschauen in den nächsten kommenden Videos. Also schaltet ein am Mittwoch. Das ist auf jeden Fall für jeden irgendwie spannend. Genau. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, bis bald, ne? Tschüss.